Und jetzt haben wir keine Munition mehr, das passt ja blendend. Hätte ich mal ein paar Heiltränke mitgenommen, Leute. Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich stehe wieder auf unserem Aussichtshügel und schaue in die Ferne und sehe immer noch ziemlich erbärmlich aus. Ich habe aber ein bisschen was vorbereitet, wo wir jetzt uns gleich dran machen wollen. Und zwar ist es so, dass der Schmied ja wie eine Werkbank fungiert. Das bedeutet, ich kann entweder hier im Handwerk was herstellen, ich kann entweder hier an den Tisch gehen, dann kann ich manuell oder Werkbank machen. Und wir haben natürlich auch jede Menge neue Sachen bekommen, weil der Schmied eben wie gesagt wie eine Werkbank fungiert. Manuell, Werkbank, Schmied. Und dort habe ich uns mal den Kohlebrennofen hergestellt, weil Kohle kann man tatsächlich wohl vermutlich nicht in der Welt finden oder abbauen, sondern muss man sich selber herstellen. Also habe ich das schon mal gemacht. Das bedeutet, hier drüben ist unser Kohleofen und der hat jetzt uns auch schon die ersten 15 Kohle abgeworfen. Das finde ich ziemlich cool. Und er braucht 17 Holzscheite. Die mal raus. Geben wir ihm die mal. Und jede Menge Erde. So. Dann kann dort fröhlich die Kohle durchlaufen. Das stört uns überhaupt nicht. Und dann würde ich mal schauen wollen, wie wir uns eine bessere Ausrüstung machen. Denn hier gibt es ein Fellrüstungsset und das will ich uns natürlich komplett bauen. Und wir brauchen dafür, wie ich gerade sehe, Stoff, Garn, Tierfell und Metallschrott. Und dann würde ich sagen, ohne das jetzt abzuzählen, ich hole mal alles raus, was wir hier haben. Ich glaube hier. Tierfell. Garn. Metallschrott. Haben wir das alles bei uns? Kohle, Metallschrott haben wir alles da. Gut, dann schauen wir mal. Weil so wie wir jetzt sind, können wir ja nicht bleiben. So, was ist denn das Allerwichtigste? Ich würde sagen, als Allerwichtigstes würde ich die Hauptrüstung sehen. Dann brauchen wir gute Schuhe. Und dann geht uns nämlich das Material aus. Wir brauchen Garn, aber Garn müssten wir uns doch selber sehr gut herstellen können. Das ballern wir mal kurz durch. Daran soll es nicht scheitern. An allem, aber nicht daran. Dann hatte ich gesagt, die Hose wäre vielleicht schön. Und Fellhandschuhe. Und wir können alles herstellen. Und dann machen wir das auch. So. Da würde ich sagen, es wird schon langsam dunkel. Aber wir schauen ihn uns mal an. Charakter. So, jetzt geht's los, Leute. Fellrüstung. Nice. Wie komme ich zurück? Escape, okay. Dann kriegt er neue Schüchen. Yes. Jetzt kommen wir der Sache langsam näher. Schön wäre es, wenn er mal eine lange Hose kriegen würde, aber ich bin mir sicher, irgendwann kommen wir an den Punkt. Und er kriegt jetzt auch einen Helm. Yes. Sieht gut aus. Gefällt mir. Na, das ist doch was, oder? Das ist doch was. Yeah. So, und jetzt wollte ich mir ja nach Waffen schauen. So, was hat er denn anzubieten? Das haben wir nämlich auch noch nicht gemacht. Einhändige Waffen. Er bietet an eine Stachelkeule mit 17 Schaden und ein derbes Schwert mit 16 Schaden, wo ich jetzt sagen muss, das Einzige, was vielleicht interessant wäre, ist der Knüppel, weil der Wuchtschaden hat. Und ich glaube, alles, was wir haben aktuell, Schnitt und Stich, doch Wucht hier, diese Keule, aber die ist ja nicht so gut. Und diese anderen Dinger, die ich habe, die habe ich hier nach hinten mal gepackt, einfach um das Inventar nicht so voll zu packen. Die hier, die haben Stich und ein bisschen Schnitt. Und die haben 14 Schaden. 14, 11. Ja, dann wird sich das auf jeden Fall lohnen. So, was willst du denn? Ich würde den hier gerne bauen. Und ich brauche Nägel dazu. Und für Nägel brauche ich Metallschrott. Würde ich mal 2, 4, 6, 8. Wir werden sie bestimmt für irgendwas brauchen.
Dietriche können wir uns auch herstellen. Aber wir haben einen bis jetzt noch nicht benutzt oder noch nicht gebraucht. Von dem her lassen wir es mal dabei. Schmied, Dietrich. Oh, wir können uns auch Spitzhacken. Da brauchen wir das Miasma-Holz, okay. Ich würde auf jeden Fall den Knüppel herstellen wollen. Und das auch, komm. So. Wer hat gefiepst? Na gut. Die Frage ist, was machen wir mit den ganzen Waffen? Weil ich kann die... Oh, ich kann sie zerlegen. Das wusste ich tatsächlich nicht. Ja, dann zerlegen wir die. Ich würde mal eine vielleicht aufbewahren wollen. Die Keule brauchen wir dann definitiv nicht mehr. Die kann ich nur löschen. Aber ich würde es tatsächlich auch tun, weil wir brauchen einfach Platz. Ihr seht, es ist alles randvoll. Hier will ich mal eine noch aufbewahren. Und jetzt haben wir die Runen bekommen. Warum sind die eigentlich hier drin? Ja, weil ich hier lauter Krustelzeug drin habe. Die kann ich nur zerlegen. Brauchen wir die noch? Na, ich würde sagen, wir löschen die. Wie gesagt, Inventar ist voll genug. Und ich habe auch keinen Truhenplatz. Müsste wieder Truhen herstellen, habe ich jetzt auch keine Lust. Die Nägel tun wir gleich rüber in die Materialtruhe. Und dann würde ich sagen, das Schwert packe ich mal auf die Seite. Finde ich ziemlich cool. Aber natürlich ist das hier besser. Und die Spitzhacke ist ein Werkzeug. Die würde ich mal hier unten hinpacken. Und das hier muss jetzt auch nicht unbedingt auf der Schnellleiste liegen. So. So bin ich eigentlich zufrieden. Und dann können wir die Waffen morgen, wenn es hell ist, mal direkt testen. Hier sind Baumaterialien drin. Da würde ich die Nägel rüberpacken. Seht mal, das ist schon ziemlich voll. Das ist nicht gut. Die Pflanzenfasern müssen wir jetzt nicht mit uns schleppen. Hier haben wir eins von diesem Miasma-Holz. Nee, nur eins. Wow. Das ist ein bisschen wenig. Steine behalte ich mal am Mann. Metallschrott sammeln wir auch immer wieder. Würde ich auch behalten. Stofffetzen genauso. Kohle würde ich rüber machen, aber kein Platz. Den Bauhammer würde ich bei den Baumaterialien lassen. Das bedeutet, wir müssen eine andere Kiste bauen. Und er hat noch irgendwas. Oh, wir sollen ihm eine Werkstatt bauen. Ach, das ist eine sehr gute Idee. Herstellen. Oh nein, Unterschlupf. Was sagt er denn? Er braucht eine Werkstatt. Da stimme ich ihm zu, in der ich arbeiten kann. Sonst kann ich dir keine Ausrüstung für deine Reise herstellen. Werkbank, ein paar Blöcke und ein Bauhammer. Flammensprössling, okay. Und ein Gleiter. Stell dir einen Gleiter an der Werkbank her. Okay. Der Punkt ist, wenn ich den benutze, die Benutzung kostet Ausdauerpunkte, okay. Und wahrscheinlich auch interessant, weil wenn wir irgendwo hingleitern und wir sterben, dann muss ich die ganze Strecke wahrscheinlich... ja, laufen. Geschirr habe ich auch nochmal geguckt. Da können wir uns dann schöne Deko-Gegenstände herstellen. Das ist cool. Die Schmiede. Haben wir die ganzen Materialien zusammen? Das ist gut. Ich schaue gerade, ob wir nicht irgendwo eine bessere Truhe bauen können. Weil die hat ja echt nicht viele Punkte. Stauraum. Doch, können wir. Würde ich mal machen. Und was auch richtig cool wäre, wenn wir die aufwerten könnten. Können wir wohl aber nicht. Bedeutet, was ich machen könnte, ich könnte mir mal irgendwann die Mühe machen, würde ich vielleicht nicht jetzt machen, die komplett leeren und dann ersetzen durch die größere Truhe. Wir bauen die größere Truhe mal hier. Okay, sehr schön. Dann könnte ich hier Sachen, die ich jetzt nicht mit mir rumschleppen muss, tatsächlich hier noch einlagern. Die Felle zum Beispiel. Und im Prinzip alles, was hier drin ist, würde ich in die große Truhe schmeißen. Und ich habe zwei Bögen dabei, das muss auch nicht sein. So, wir müssen einfach mal hier ein bisschen Ordnung schaffen. Zack. Ein Jägerbogen. Genau. Ja, die Mühe mache ich mir aber mal. Jetzt legen wir uns erstmal hin, sonst ist er wieder total müde, der Gute. So.
kann er die Nacht verbringen und ich will hier unten diese Quest machen mit diesem Brunnensäubern. Das wäre mir ganz wichtig. Und dann sollten wir ihm tatsächlich eine Schmiede bauen. Und die Frage ist, es muss ja nicht in unserem Häuschen drin sein. Oder wir bauen unser neues Haus und das hier wird einfach die Schmiede. Was haltet ihr davon? Komm, wir machen die mal ganz kurz. Oh, jetzt habe ich die Kohle weggeworfen. Aber müsste ja hier schon wieder... Guck mal, hier liegt 15 und gleich in 20 Sekunden kommen die nächsten. Also alles cool. Yes, wir haben die Schmiede. Die würde, eigentlich würde die super hier ins Eck passen, oder? Das Problem ist ja, dass ich die, schauen wir rum. So. Wir bauen die mal hier hin. Ich denke, die kann ich später noch versetzen. Ja, kann ich. Nicht unter freiem Himmel. Ja, dann geh doch rein. Oder muss ich ihm jetzt wirklich was Eigenes bauen? Weil, schaut mal, hier drin ist ja alles. Hier ist der die Werkbank. Hier ist die Schmiede. Warum steht hier pausiert? Was sagt denn das Tagebuch dazu? Hier. Der Bauhammer, ne? Sobald der Bauhammer aktiv ist, können die gewünschten Materialien ausgewählt. Nutzen den Bauhammer. Oh, das ist doch. Den hatten wir hier drin. So. Ich versuche das auf jeden Fall noch rauszufinden. Ist aber gar nicht so wichtig jetzt, weil ich will eigentlich mit unserer neuen Ausrüstung und allem, was wir haben, hier unten, da wo wir auch schon waren, nur mal in die andere Richtung laufen. Denn ich denke, hier hinten, da wo diese zwei Säulen rausschauen, ich glaube, da ist ein interessanter Punkt. Und da ist diese Quest, hier, säubere den Elixierbrunnen. Und die würde ich jetzt mal aktivieren und dann gehen wir dahin. So, ich glaube, er sollte noch was essen. Dann ist er wieder. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, man muss diese Bandagen benutzen, einfach nur damit die Energie wieder hochgeht. Das geht also nicht komplett von alleine. Und dann hauen wir mit dem Knüppel mal kräftig drauf. So, wir gehen zum ersten Mal hier rechts, sobald wir unten sind. Und schauen, wo wir landen. Bin super gespannt. Also bisher, wie gesagt, macht Spaß. Ist auch recht intuitiv. Bin gespannt, ob sich das so hält. Da hinten läuft ein Gegner. Und aufsteigen würde ich eigentlich auch gerne mal wieder. Dass wir ein paar Fähigkeitspunkte verteilen können. Und ich habe mir überlegt, dass der Skillbaum zumindest dem Anschein nach dir drei Wahlmöglichkeiten lässt. Das ist irgendwie Krieger, Schurke und Magier. Wir schauen hier mal kurz vorbei. Und ich würde schon das Magiesystem auch ausprobieren wollen. Jetzt ist er betäubt. Ich mag den Knüppel. Den mag ich ein bisschen mehr. Ja, einfach nur, weil es bestimmt launig ist. Bin jetzt nicht immer unbedingt der, der Magier spielen muss. Einfacher ist es meistens mit einem Kämpfer, aber ich will das Magiesystem auf jeden Fall ausprobieren. Irgendwo draußen läuft noch einer rum. Ich höre es ganz genau. Hallo. Die sind tatsächlich nicht schwer. Oh, wir haben was Tolles gefunden. Ein rostiges Kurzschwert, aber nur mit 11 Schaden. Und das gibt uns irgendeine Flüssigkeit. Ein bisschen Stoff. Schadet auch nicht. Dann lasst uns aber mal hier rüber schauen. Wir haben ja hier drin auch nicht immer ewig Zeit. Ich kann ja mal ein bisschen sprinten. Denn ich weiß nicht,
Ach so, hier muss ich tatsächlich nach links. Sehr gut, dass ich auf die Karte geguckt habe. Alright. Hier steht ein Karren, den ich aber nicht plündern kann. Also wenn man fleißig genug draufhaut, haben die zumindest mal keine Chance. Wir können aber auch wieder ein bisschen den Bogen benutzen. Es steht dran, wir sind effektiv. Wollte ich jetzt nicht nochmal einen Pfeil verbrauchen. Und es hat eigentlich völlig automatisch immer so eine Auto-Aim-Funktion. Muss mal schauen, ob man die auch ausschalten kann. Weil, oh, wir sind aufgestiegen. Dann würde es, ja, er ballert dann automatisch. Und das finde ich nicht immer unbedingt gut. Weil es dann so vollautomatisch läuft. Und mit Maus und Tastatur kann man ja eigentlich doch ganz gut zielen. Oh, wir haben nur noch 1 Minute 40, ne? Wir sollten irgendwann auch wieder rauskommen hier. Oh, schaut mal. Und jetzt ist es wieder aufgeladen. Stell dich in ihre Nähe, um ihre Wirkung zu entfachen. Stimmt. Ich glaube, das wurde am Anfang mal gesagt. So, was müssen wir denn hier machen? Tagebuch. Tagebuch sagt, betritt den Elixierbrunnen, um die Wurzel des Übels zu finden und auszurotten. Frage ist, ob wir das hier abbauen müssen oder so. Lass uns das mal ausprobieren. Keine Ahnung, ob es das ist. Ich hätte jetzt auf irgendeinen Bossfight gehofft, beziehungsweise hätte das erwartet. Die Wurzel allen Übels. Oh, vielleicht ist es hier unten. Oh, oh. Gerade rede ich noch vom Bossfight. Na, was macht er denn? Oh, der haut ordentlich rein. Also irgendwie komme ich gerade nicht klar. Und wieder weg. Energie ist immer ein großes Thema. Frag mich, ob hier Schlagwaffen besser sind. Energy is running low. Will ein bisschen mehr mit dem Bogen machen. Yes. Also bis auf anfängliche Schwierigkeiten mit den Tasten im Menü hat es doch gut funktioniert. Und ich wette, da kommen noch mehr. Ich höre zumindest hier unten welche. Und ich denke, wir müssen den Brunnen runtersteigen. Das bedeutet, wir lassen das kurz hochticken. Und dann schauen wir mal, wenn ich jetzt hier genau dran gehe, dann klettert er runter. Und dann müssen wir uns halt beeilen. Kann ich nicht noch einen Schluck Wasser trinken? Das würde mir doch auch helfen in dem Fall. Ja. So. Because of the Ausdauer. Ich glaube, ich nehme den Knüppel. Ich weiß ja nicht, ob ich nicht gleich in einen reinlaufe. Wow. Es geht auf jeden Fall sehr tief runter. Wäre cool, wenn ich zumindest mal ein, zwei Gegner hier von einer Distanz aus machen könnte. War ein Versuch wert. Frage ist, ob ich hier unten irgendwas machen kann, um das wieder aufzufüllen. Weil ich würde halt gern alles erkunden, aber du bist immer so im Zugzwang. Weil du in 3 Minuten wieder raus musst. Hm.
Okay, better keep distance. Und jetzt haben wir keine Munition mehr, das passt ja blendend. Hätte ich mal ein paar Heiltränke mitgenommen, Leute. Yes! Ich habe darauf gesetzt, ihn schnell ausschalten zu können, bevor meine Energie wieder unten ist. Yes, okay. Das sieht man an einer fetten Waffe aus. Wir haben noch 2 Minuten. Ich würde ganz kurz ein paar Pfeile herstellen. Ich weiß ja nicht, ob es notwendig ist. Als Pfeil 10, 20, 30, 40, 50. Ja, das ist halt, man geht so völlig unvorbereitet in einen Bossfight. Was macht das Ding? Zerstöre sie mit einer Holzfäller-Axt und lasse diesen Ort erneut erstrahlen. Oh, das mache ich gerne. Ist das die Holzfäller-Axt? Wir haben's. Oh, jetzt bin ich gespannt. Oh, schaut mal, es wird schon grün. Okay, und jetzt ist es auch weg. Das bedeutet, das ganze Gebiet ist gesäubert. Gefällt mir. Die Dinger können wir auch noch wegmachen. Dürfte auch so ein bisschen Erfahrungspunkte geben. Hier hinten ist noch eins. Cool, jetzt haben wir auch Zeit, das ein bisschen zu erkunden, denke ich mal. Auf dem Rückweg müssen wir nicht raushetzen. Flammengeborener. Kann ich auf Lava gehen? Ich probiere es nicht aus. Okay. Abwechslungsreich, gefällt mir. Ab und zu mal ein kleiner Bossfight. Ein Heilungsstrom. Magische Munition, die bei der Benutzung Heilungsprojektile freisetzt. Ist das, keine Ahnung, für den Multiplayer gedacht, dass ich quasi, während jemand anders kämpft, denjenigen heilen kann? Ich frage für einen Freund. Ich glaube, mit der Truhe war das meiste hier abgegrast. Dann schauen wir, dass wir wieder zurückkommen. Tatsächlich frage ich mich, also bis jetzt ist es ja recht abwechslungsreich. Die Gegner sind ein bisschen durchschaubar. Bisher, zumindest auch die Kleinen. Die haben immer so ihre 1, 2, 3 Moves und du kannst dich recht gut drauf verlassen. Also da wäre es cool, wenn sie da noch ein bisschen an... Oh, eine Truhe, sehr gut. An Balancing schrauben oder ja, das noch ein bisschen abwechslungsreicher machen. Ansonsten, wenn das jetzt so bleibt, dass immer mal wieder so Spezialaufträge kommen, wo dann die Gegner auch vielleicht ein bisschen tougher sind, andere Manöver drauf haben und so weiter, dann würde ich das feiern. Ansonsten, ja, bin ich doch ganz zufrieden hier. Ja, schaut mal, das ganze Gebiet ist jetzt frei und du kannst es begehen. Wir sollten vielleicht noch springen lernen. Na? Mal sehen, ob wir den da hinten noch erwischen. Tun wir. Und es steht auch... Oh. Also bei dem hier steht zum Beispiel effektiv dran. Und bei dem hier hinten nicht. Das war ein cooler Move. Einsammeln nicht vergessen. Das passiert mir ganz gerne. Dass ich die Sachen liegen lasse. Ah, da kriegt man auch ein bisschen Zeug raus. Das nehmen wir alles noch mit. Ja, schaut mal. Holzscheite, Stockfetzen. Alles, was wir hier so einfach einsammeln können, müssen wir später nicht machen. Und
Und ich glaube, das Inventar ist recht voll schon wieder. Cool, dann würde ich sagen, wir gehen mal zurück. Er kann sich auch nicht hochziehen irgendwo. Oh, fast wäre ich in den Brunnen gesprungen. Puh. Wir müssen uns vielleicht doch mal den Gleiter bauen. Ich bin gespannt, wie der funktioniert. Ob ich den dann ablegen kann und auf dem Rückweg quasi wiederverwenden kann. Weil dann hätten wir jetzt hier irgendwie vielleicht abspringen können. Und müssten nicht durch diesen durch das ganze Ding wieder zurücklaufen. Aber es ist ein Häkchen dran. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Runter und dann rechts. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Und hier will ich es eigentlich so wie immer handhaben, dass man so ein bisschen Quest und Bauen abwechselt. Achso, einsammeln wieder. Ich lass die dann immer gerne liegen. Und dann würde ich sagen, fürs nächste Mal versuche ich für den Schmied vielleicht so einen kleinen Anbau schon mal vorzubereiten. Wir müssen unser Haus sowieso vergrößern. Und ich habe mich auch noch nicht wirklich entschlossen, ob wir an der Stelle bleiben oder weitergehen. An einen anderen Spot. Ich finde die Ecke eigentlich ganz schön. Und die Frage ist am Ende sowieso, inwiefern wir diese Fortbewegungsmittel richtig nutzen können. Sprich, um dann von A nach B zu kommen, wieder zurückzukommen und so weiter. Habe ich mich noch nicht final entschieden, aber vorerst würde ich einfach mal da bleiben und das Bausystem auch noch ein bisschen ausprobieren. Was wir bisher gemacht haben, ist ja mit diesen vorgefertigten Blöcken zu arbeiten. Aber man kann ja auch komplett individuell bauen. Das müssen wir uns natürlich auch noch anschauen. Cool. Ja, also gut, ohne die Ausrüstung hätten wir den Kampf jetzt natürlich nie geschafft. Muss ich hier rüber? Ja, da. Die Wölfe tun mir immer leid. Aber sie sind selber schuld. Und da sind wir wieder. So, die Flamme will was von uns. Lutal kann zurückerobert werden. Sammle Funken und biete sie am Flammenaltar dar, um die Flamme zu stärken. Okay, das ist dann hier zum Beispiel. Stärke die Flamme. Altar aufwerten. Können wir auch machen. Ich würde zuerst mal das machen, wenn es geht. Ah nein, ich muss die ganzen Sachen... Aber das haben wir doch fast alles, oder? Wir haben Tierfälle, wir haben diese Flüssigkeit. Okay. Aber das können wir machen. Und jetzt hat sich unser Baubereich erweitert. Das ist auch schon mal gut. Okay, und mit Runen kann ich die Fertigkeit zurücksetzen. Das müssen wir auch noch machen. Mach weiter so und du könntest hier noch beliebt werden. Bin beliebt. Ich bin der Einzige hier. So, was weiß er Neues? Glutal hat sich verändert. Vor unserer Zeit haben die Erbauer Warten gebaut, um das Land zu überblicken. Die Warten der Erbauer, eine davon, befindet sich in der Nähe. Erklimme sie und lerne die neue... Oh, das ist cool. Das ist so ein bisschen wie bei Assassin's Creed oder so. Der ist wichtig. Den will ich haben. Greifhaken. Was willst du? Oh, was ist ein Kämpferset? Oh. Okay, dann lassen wir ihn Metallplatten herstellen. Tierfell und Harz haben wir selber. Und wir bräuchten, die will ich unbedingt haben, 3, 4, 6, 8, 9. Also wenn wir ihn mal 10 Stück herstellen lassen, dann kriegen wir das hin. Oh, die will ich ziemlich schnell haben. Ausrüstung verbessern. Können wir auch noch machen. Zum Beispiel die hier. Indem wir... Mit Runen können wir die verbessern. Okay, schaue ich mir später noch an. Es gibt so viel noch zu erkunden hier.
Wir haben noch gar keine Holzfäller-Axt, weil wir die Axt am Anfang gefunden haben. Beschwörung. Muss ich da vielleicht an die Werkbank? Hier, und jetzt können wir ihn bauen. Schau mal, und wir haben auch alles. Würde ich auf jeden Fall machen. Den brauchen wir. Yes. Sehr cool. Wo ist der? Cool. Mit dem können wir auf jeden Fall. Inwiefern habe ich den ausgerüstet? Oh, ich habe den ausgerüstet in meinem. Hier. Okay, das hast du dann immer bei dir. Und wenn wir jetzt an die Brücke laufen, dann können wir uns wahrscheinlich einfach rüberschwingen und müssen nicht mehr immer durchs Miasma laufen. Das finde ich cool. So, Kohle. Und wir müssen den Schmied zum Laufen bringen. Also das ist tatsächlich was, da würde ich mich drum kümmern. Kohle und Metallschrott will der zum Beispiel haben. Kohle und Metallschrott. Und dann macht er uns hoffentlich Metallplatten. Und wir brauchen 20 Kohle und 20 Metallschrott. Und wir sehen, dass wir nicht genügend haben. Was machen wir eigentlich mit diesem Kopf? Hat sich das mal jemand überlegt? Vielleicht können wir den an die Wand hängen oder so. Also nicht so einfach. Wir kriegen es schon noch raus. Okay, dann habe ich ein bisschen Hausaufgaben. Ich würde fürs nächste Mal vorbereiten neue Truhen mit mehr Stauraum. Ich will die kleinen dann abbauen und dafür eben neue. Bedeutet, ich würde jetzt Stück für Stück das Material in die große Truhe und dann eine neue bauen. Das ist eine Aufgabe, die ich habe. Dann würde ich zumindest anfangen wollen, hier einen kleinen Anbau zu machen für die Schmiede. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und lassen nebenher die Materialien durchlaufen, dass wir uns die geile Rüstung herstellen können. Das haben wir uns auf jeden Fall verdient. Und ja, beim nächsten Mal haben wir doch schon wieder die nächsten Aufgaben zu erledigen. Weil ich will schon auch immer wieder vorankommen, auch wenn ich Bock habe zu bauen. Ist trotzdem aktuell so ein bisschen die Prio, die Welt noch mehr kennenzulernen, um rauszufinden, ob wir noch einen cooleren Spot kriegen. Und wir haben ja jetzt immerhin irgendwo auf der Karte bestimmt alte Wunden heilen. Die Warte. Da wollen wir ja mal hin. Der Gleiter ist mir jetzt noch gar nicht so wichtig. Wir kommen mit dem Greifhaken hier doch ziemlich schnell hin. Und dann will ich mal schauen, wie sich die Map dort hinten aufdeckt. Und nicht, dass ich jetzt halt hier groß anfange zu bauen. Und wir schauen da drüben nach und finden dort einen super geilen Spot. Dann wird es mich ein bisschen stören, dass wir dann hier so viel Energie reingesteckt haben. Aber aktuell, wie gesagt, finde ich es ziemlich cool. Gefällt mir. Und wir haben auf jeden Fall die Aufgaben. Wir haben was zu tun. Ich will auch noch den hier ausprobieren. Den haben wir noch gar nicht in Action gesehen. Der ist halt langsam. Der ist ziemlich langsam. Okay, aber hat natürlich ordentlich Wucht. Ich spiele schon eigentlich immer lieber mit Waffen, die ein bisschen schneller sind. Aber wir werden es ausprobieren an ein, zwei Gegnern und rausfinden, wie gut oder wie nicht gut das Ganze ist. Ja, cool. Super, wie gesagt, ich mache mich direkt in die Hausaufgaben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Ciao.